Kann der Topscorer auch heute wieder jubeln? Wir werden es erleben. Live hier bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Live aus dem Odomo kommen wir heute und begrüßen Sie ganz herzlich. Ist ja immer so eine Frage, wie geht man rein in so ein Spiel? Der Titel steht schon fest. Nimmt man so eine Partie dann noch wirklich ernst, Buschi? Ja, wir haben schon beides gesehen. Es gibt Teams, die drehen auch in so einer Partie noch mal richtig auf. Und es gibt Teams, die sehen das eher als, na, nennen wir es mal, lockeres Auslaufen. Und damit sind sie am Ball. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein 5er Mittelfeld und vorne die beiden Stürmer. Super dazwischen gegangen. Also diese beiden, die stehen nun wirklich für tollen Fußball. Also besser als die beiden heute in Sachen... Er versucht's! Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Noch ist sie da. Noch ist sie da. Die Möglichkeit, den Abstieg zu verhindern. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und wenn du dann noch ein bisschen Glück hast, dann haut's hin mit dem Klassenerhalt. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Christian, könnte der Ausgleich sein. Mit dem Ball hat er gar keinen. Die Tabellenführung beflügelt sie noch mal zusätzlich. Guter Pass. Da kommt die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Den Fernschuss nimmt er. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball verloren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt gibt's Abstoß. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Das ist es vielleicht. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Kittel. Lucas Galvao. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Lucas Galvao. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und jetzt haben sie den Ball. Matteo Bianchetti. Christian Tresch fängt diesen Ball ab. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Fairer Einsatz hier. Gut gespielt. Und jetzt der Schuss. Eckball. In die Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Das könnte sein.
Was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Scheinbar alles im Griff. 2:0. Ist ja immer so eine... Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Abgefangen, gut gemacht. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht, eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Klasse Pass. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. An der Strafraumkante. Ist es das? Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Schussversuch. Kein guter Abschluss hier. Lucas Galvão. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da ist die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Spielt den Ball direkt zurück. Kommt jetzt die Flanke? Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Es kommt ein frischer Mann beim FC Ingolstadt. Wir sehen den Wechsel. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Sie holen sich den Ball. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Kutschke. Benchow. Kittel. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Kutschke. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Der Ball kommt rein. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Schöne Flanke. Gut verteidigt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Wenn Sie sich so viel Zeit lassen, dann dürfen Sie sich natürlich nicht beschweren. Dann ist die Abwehr natürlich wieder zur Stelle. Er überzeugt heute als Passgeber. Matteo Bianchetti. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt wird's gefährlich. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der Chance zum Anschlusstreffer. Und er geht rein. Spannende Schlussphase. Schaffen Sie hier noch die Wende? Jetzt muss es schnell gehen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. An der Strafraumkante. Er nimmt die Volley. Fällt das Tor doch noch.
Heise. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Bencher. Und da ist es vorbei. Da